Warum ist dieses Warum so verdammt wichtig? Weil man als Unternehmer Langzeitmotivation braucht. Ja, ihr werdet sofort, wenn ihr gründet oder wenn ihr über die Geschäftsidee nachdenkt, wahrscheinlich schon an Hürden stoßen und ihr werdet denken, okay, über die Hürde kann ich, glaube ich, nicht springen. Dann springt ihr doch drüber. Dann kommt die nächste Hürde, ihr denkt wieder, packe ich nicht. Ihr packt es vielleicht doch. Wenn das zu oft kommt, ja, irgendwann kommt ihr an einen Punkt, wo ihr sagt, oh, fuck, ich weiß nicht, schaffe ich die auch noch? Und dann trefft ihr jedes Mal eine Ja- oder Nein-Entscheidung. Ihr überlegt, ist es das wirklich wert? Wenn es irgendein Ding ist, was es euch nicht wert ist, ja, wo ihr keine Leidenschaft für habt, dann ist die Motivation tot. Das heißt, ihr werdet es lassen. Ich kenne das selbst. Meine ganzen ersten Firmen waren so nach diesem Muster gestrickt. Das war so, ah, ich habe eine coole Idee, komm, ich setze mich mal hin. Ich war so eine One-Man-Army, habe das Ding immer runtergekloppt irgendwie. Das waren meistens Webseiten oder Apps oder Applikationen oder was ich was. Runtergekloppt in der Nacht, online gestellt, pow, raus. Und dann kam so die erste Hürde, dachte ich, okay, komm, den nehme ich noch. Und dann nach 2 Tagen war die Motivation weg und das Unternehmen auch. Also ich habe tausende von solchen Ideen. Und ihr wahrscheinlich auch. Aber was ist die eine Idee, die in euch sozusagen diese Leidenschaft auslöst? Was ist die eine Idee, bei der ihr sowas von motiviert seid, das durchzuziehen bis zum Ende, dass ihr gar nicht anders könnt? Ganz am Anfang, nicht ganz am Anfang, aber so vor 15 Jahren, habe ich mal den Gründer von LR getroffen. Sagt euch LR was? Die fahren so mit Autos rum. Das waren so die ersten, die so Parfums, ich darf nicht sagen kopiert haben, aber kopiert haben. Also die haben gesagt, okay, wir haben hier, es gibt Markenparfums von Boss und sowas alles, wir machen die nach. Hauptverkaufsargument war, wir haben doppelt so viele Parfümeure wie die. Ja, also, okay, gut. Kam bei der Klientel aber gut an. Und der hat zu mir gesagt, Wolfgang, weißt du was? Also zu dem Zeitpunkt hat er irgendwie ein Unternehmen gehabt, was so 200 Millionen Umsatz pro Jahr gedreht hat. Zu mir gesagt, weißt du was? Dein Problem ist nicht, dass du das nicht kannst. Dein Problem ist einfach, du nagelst nicht lang genug drauf rum, bis Blut kommt. Das war seine Art zu sagen, deine Motivation ist scheiße. Also du hast nicht Langzeitmotivation. Du hast noch nicht das gefunden, was du wirklich machen willst. Und er hat total recht. Und dieser Spruch geht mir seitdem nicht aus dem Kopf. Und jedes Ding, was ich mache, hinterfrage ich inzwischen zuerst, habe ich echt die Motivation, das durchzuziehen bis zum Schluss? Und ich war immer so ein Typ, der so 50-75% gemacht hat von Projekten. Also ich habe, was ich alles Mögliche angefangen und dann so mittendrin, ah komm, nee, das war ganz schön anstrengend, habe ich es wieder gelassen. Ich habe zigtausend Projekte, wirklich tausende Projekte, die auf diese Art und Weise geendet sind. Das macht aber keinen Sinn, die Zeit ist halt begrenzt. Lieber eine Sache richtig machen, Fokus, als 10 Sachen gleichzeitig.